Hey liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play Beyond Divinity für den PC im letzten Part. Ah, oh, brutgeil. Im letzten Part haben wir... jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Wir haben eine Menge Quests für die Templer im Templerbezirk. Im Tempel meine ich einfach. Erledigt, weil wir erfahren haben oder erkannt haben, besser gesagt, dass es doch notwendig sein muss. Notwendig sein wird, so unsere Reputation hochzubringen, bevor wir hier in der Story weitermachen können, auch wenn wir mittlerweile mit den Runar so gut stehen für unseren preferreden Weg. Gerade als wir von einer Hexe herausgefordert wurden, die uns gedroht hat, uns unser Kumpel Blase hier wegzunehmen, hat uns der Necromancer, moin, bist du Zandalon? Hat uns der Necromancer wieder. Okay, dann schauen wir uns gleich an. Warte mal, will ich mir das zuerst anschauen? Hat uns der Necromancer rangerufen, weil wir. Weil er ein neues Kristallfragment gefunden hat. Beziehungsweise wir haben eins gefunden, das haben wir ihm gegeben und daraufhin hat er gesagt, er weiß, wo noch eins ist. Und jetzt sind wir hier. Im Ödland, oder wie es noch gleich hieß, wo wir, wenn ihr euch erinnert, relativ gegen Ende von Divine Divinity waren. Das ist schon eine ganze Weile her. Also Divine Divinity ist für mich schon eine ganze Weile her wieder. Und auch mein Let's Play dazu. Ach ja, das hat Spaß gemacht. Also mir macht das Beyond Divinity Let's Play eigentlich auch Spaß, gerade jetzt nach der fünfjährigen Pause. aber ja, Divine Divinity ist und bleibt der bessere Teil. Verschlossene Tür im Keller. Okay, aber wir wollen hier rein, wo die Imps anscheinend verrückt geworden sind. Okay. Ah ja, die greifen uns auch an und vergiften uns. Ja, große Klasse. Schon mal eine ganz kleine Entschuldigung vorweg, wenn ich heute ein bisschen schwächle in meiner Kommentierweise. Wobei ich das generell in Beyond Divinity manchmal... Muss ich einmal dazu sagen, ganz kurzer Exkurs, bevor ich weiterrede. Ich finde es manchmal so im Vergleich zu anderen Let's Plays in Beyond Divinity irgendwie schwierig, ordentlich zu kommentieren. Ich weiß nicht, es gibt Let's Plays wie, keine Ahnung, wenn ich zurückdenke an Gothic oder Tomb Raider 1 zum Beispiel, jetzt als was noch nicht so lang her ist. Da fällt es mir irgendwie nicht so super schwer zu kommentieren, weil es gibt immer was zu erzählen und irgendwie ist immer irgendwas los und so weiter. Keine Ahnung, irgendwie fällt es mir da einfach nicht schwer. Aber in Beyond Divinity fällt es mir irgendwie recht schwer, weil eigentlich kann ich zu dem Spiel nicht so viel erzählen, weil es eben, ja, ich könnte zu Divine Divinity super viel erzählen und zu Divinity 2, deswegen werde ich die ja auch noch aufnehmen, also beziehungsweise Divine Divinity habe ich ja schon aufgenommen, aber Beyond Divinity werde ich auf jeden Fall, Divinity 2 werde ich auf jeden Fall auch noch aufnehmen, hoffentlich sogar nicht allzu ferner Zukunft, aber zu Beyond Divinity A, habe ich nicht so viel zu erzählen, weil ich nicht so die tiefe Connection zu dem Spiel habe, wie zu Vorgänger und Nachfolger. Aber auch davon abseits habe ich das Gefühl, es gibt zu dem Spiel einfach nicht so viel zu erzählen, weil die Quests relativ oberflächlich sind, bis auf die Anspielungen. Und auch generell, ne, die Story nicht so tief geht. Und es geht eben mehr hier einfach um dieses reine Gekämpfe und Geloote, was mir nicht ganz so gut gefällt und was im Vorgänger besser war und im Nachfolger auch. What you want from imps? Stealing not enough. Who is this imp? Wer bist du? He is Zaknadrix. Live down here in Imp Town. An Imp Town underground? How odd. We live not far from here, but below. All water supplies of Imp Town dry. We ask Shaman, and Shaman say he saw humans above bathing in water. Me not know how, but humans stole water. Hab ein Kristallfragment hier in der Gegend gesehen. We not have crystal, but Shaman saw crystal in hand of human above. Mhm. Normally we strong. Humans couldn't withstand imp warriors. But you saw imps we sent up. Imps never liked salt mines, but now salt is poison to us.
Imps lose mines in caves above. Not much to lose. Imps prepare great army, even when lose mines. Some imps will reach surface and kill humans. Nein, mach das nicht. We no choice. Down here, we die from thirst. On surface, we die in battle. Ich kann euch helfen. Help imps. Bring back water then, and imps won't go to surface. Otherwise, imps on warpath against humans. Other imp tribes will soon follow. Mach das mal nicht. Das fände ich nicht so cool. Da ist noch eine Wasserflasche. Warum nimmst du dir die nicht mit? Okay. Dann sind die also nicht wahnsinnig geworden wegen Chaosmagie, anders als unsere Vermutung war. Dann reden wir doch nochmal mit den Menschen. Vielleicht wissen die ja doch mehr, als sie gesagt haben. Vielleicht... Ey, nicht angreifen! Ich hab doch mit eurem Kumpel gesprochen! Bedeutet dieses Symbol eigentlich, dass Sachen von mir kaputt gehen? Sollte ich vielleicht bald mal wieder was... Ich sollte bald mal wieder was reparieren gehen, glaube ich. Hihi. Wollen wir das einfach direkt machen? Kann ich das gerade machen? Ja. Du bist doch der Waffenhändler. Genau. Ich hätte gern Reparaturen. Und zwar vor allem von meinen Füßen. Ja. Aber ich guck mal, was noch so ist. Hm. Guck mal, da sind noch mehr. Vielleicht sind die von meinem Kumpanen ja auch kaputt gewesen. Noch irgendwas, was rot ist. Das Schwert hier. Keine Ahnung, ob ich das überhaupt gerade trage. Und die Axt, glaube ich. Ich repariere es einfach mal. Ich habe das Geld und ich habe das Gefühl, dass ich es nicht brauche. Dankeschön. Okay, auf Wiedersehen. Und du hattest noch eine ganze Menge Tränke. Ja, damit. Ach so, die wiegen ja wieder was, ne? Ja, egal. Natürlich bin ich jetzt überladen. Wahrscheinlich war es doch nicht so egal. Ach Mann. Warum habe ich die weg? Das, ja. Warum habe ich den... weg. Warum habe ich den weg? Was ist das denn? Ach, das habe ich aus der Truhe genommen, glaube ich. Nein! Weg. So, reicht es? Wunderbar, toll. Okay, und raus. So. Speichern. Weiter. Karte wieder, dankeschön. Habe ich jetzt gerade meine Aufnahme beendet? Nein, oder? Gut, ich habe nur irgendeinen Windows-Sound gehört, weil ich einfach die falsche Taste gedrückt habe und hatte Angst, dass irgendwas passiert ist. Irgendwas, was mir nicht gefällt. So. Ist mein Todesritter überladen? Nee, auch nicht gut. Alles gut. Aber der hat gerade eine Waffe. Warum hat er gerade eine andere Waffe ausgerüstet? Oh Gott, ich habe irgendwas falsch gemacht. Nee. Moment. 90 bis 161. Ja, oder vielleicht doch. Ja, von mir aus, was soll's. Da hast du zwar keinen Klingenwaffen-Bonusschadenkram drauf, aber hey. There you are again, stranger. Have you solved the imp problem? Nein, die haben gesagt, ihr habt das Wasser gestohlen. Ridiculous. Why would we do that? We don't need water. We filled 3 wells recently. We have all we need. Yes, in the past, we had to walk for 3 hours to get fresh water. But this is no longer necessary. After our wells were filled with water again overnight. Wann war das? A few nights ago, one morning. We suddenly had plenty of water. You see, we don't need to steal water from imps. Somehow, I don't think this was the only thing that happened. Noch irgendwas passiert? Okay. Yes, something else happened. We found a crystal in my cellar. I don't know how it got there. It was a sign from the gods. The crystal is a token of our good fortune. Why didn't he tell us about the crystal before? Warum habt ihr das nicht gleich erwähnt? We feared you might steal it. I mean, a crystal that brings water has got to be worth something. It's still in my cellar. Darf ich ihn mir anschauen? What do you want in my cellar? I'd be more than happy to force him to show us, human. Don't get angry with me. Very well.
Here's the key to the cellar hatch in my house. But you can't remove the crystal. Okay. Das wird dann jetzt wahrscheinlich diese verschlossene Tür sein, die wir hier oben gesehen hatten. Ach, süß. Hier drinnen. Dann wird das genau das sein, was wir haben wollen. Die Wälder haben wieder vor unseren Augen getrocknet. Sie müssen etwas mit dem Kristall gemacht haben. Was ist passiert? Haben sie es I will cut them open. They won't leave here alive. Oh Gott. Ui, eine Menge Loot. Kann ich das haben? You bring water back, Umen. And you kill your kind to save imps? I not understand, but you done good. Zeknadrix, thanks. Why are you leaving so soon? I want to give you reward. Oh, not again! Nein! Congratulations, human. You continue to surprise me. Very well. You're released. For now. Okay. Alles klar. Oh, wer bist denn du? The Black Bishop. I mean, the Honorable Bishop wants to see you. Das nehme ich an. Das nehme ich an. Wir haben genug Punkte. Aber wir haben auch noch irgendwo jetzt einen Händler, der uns das Amulett abkaufen wollte, nicht wahr? Ach ja, fuck it. Ich gehe da rein, wenn ich kann. Hallo, oh Gott. Warum sind hier beim Bischof Geister? Danke. Ja, das mit dem Boden habe ich mitbekommen. Danke dafür. Der Bischof. Soll ich nochmal speichern? Ja, besser ist das. Was ist hier? Heiliges Buch. Okay, Magical Tragedies. Alles klar. Nee, das Kind ist hier. Warum ist das Kind hier? Kind, du kannst nicht mitkommen. Kind ist fast tot. Oh, ist hier noch irgendwo ein Geist? Falls ja, töte bitte das Kind. Da. Nicht mich, das Kind. Bitte greift das Kind an, bitte. 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 Bitte greift das Kind an, bitte. Oh Mann. Oh Mann, es heilt sich gleich. Oh, jetzt. Komm, komm, komm. Noch einmal. Ich glaube, es kann nicht sterben. Langweilig. Okay. Aber wir dürfen jetzt offiziell hier drin sein. Nur wo ist denn der Bischof? Wenn er hier direkt nicht ist, oder war er da nicht... Oh, die Türen sind offen. What in the name of chaos are you doing here? Did you kill the ghosts in the church? Have you any idea how much work it is to call them? Nee, aber vielleicht kannst du mit mir handeln. Guck mal, ich sehe einen Trank, ich sehe einen Trank, ich sehe einen Trank und noch einen Trank. Und dafür verkaufe ich dir... das will ich behalten, das klingt cool. Das ist orange. Einen Flammenstachel. Hast du Geld? Oder hast du kein Geld? Cool. Habt ihr die Geister selbst beschworen? Yes. Now this place is a real temple. Not some place for worshipping a false goddess. We took control and made it a sacred place. No trace of the horn goddess is left. Except, do you see the altar over there? Behind it is a sealed door leading to the catacombs.
When the priestesses were defeated by the demons, they somehow managed to seal this entrance. We haven't been able to break the seal yet. And now, you barge in and kill all of my servants? Chaos! What a day I'm having! Was wisst ihr, wenn das only that someone has to break it. You're warum? Strong and powerful. You've proved that by rising in the ranks. I've heard all about you. Maybe you were sent by the Lord of Chaos to help me find a way through the seal. Perhaps our prisoner will be of help. Talk to the guard and tell him I sent you. And he will allow you to speak to the runner we captured. Hm. Nobody knows what's down. I am. Okay. Das heißt, bevor wir in die Katakomben gehen, gehen wir in das Gefängnis. Wo wir jetzt hoffentlich dann wirklich offiziell rein dürfen. Das wäre ja hier. Doch, doch. Okay, danke. Tag. What are you doing in here? Are you the torture master? I spit in your face, Chaos scum. I'm guessing he's the prisoner? Beruhigt euch, ich bin ein Freund. What kind of cave is this? Tell him about the doll. Asmodeus hat eine Rana in eine Beschwörungspuppe verwandelt und wir suchen einen Weg, das wieder rückgängig zu machen. Asmodeus. You're talking about his prisoner. Elder. Ja. Man hat uns erzählt, dass wir Anlokam im Ranar-Tempel von dem Fluch befreien können. Wie? Das ist wahrscheinlich, ja, die da oben. Alles klar. Ich mache das jetzt mal wie folgt, um mir das ein kleines bisschen zu vereinfachen. Ich werde hier mal die eine Teleportationspyramide droppen. Bis da hochgehen, den ganzen Kram machen, mich dann zurück teleportieren, die wieder mitnehmen. Das scheint mir jetzt gerade sinnvoller, statt den Weg zweimal zu gehen, weil einmal komplett um den Tempel rum, das ist leider schon ein gewisser Weg. Aber was wir machen müssen, müssen wir machen, ne? Da lässt sich nichts dran rütteln. Und auch nichts dran schütteln. Ja, nicht so, als wären wir diesen ganzen Weg vorhin schon mal gelaufen. Also, für euch ist es schon ein paar Tage her mindestens. Also, außer ihr habt den letzten Part und diesen Part innerhalb kürzester Zeit geschaut. Aber ich, für mich ist es vorhin gewesen. Weil das hier gerade noch eine Aufnahmesession ist. Und das hier, ach so, was ich noch sagen wollte, ne? Am Anfang des Parts habe ich gesagt, es fällt mir manchmal nicht so einfach, Beyond Divinity zu kommentieren, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, es ist sehr spät, es ist schon gleich 1 Uhr nachts. Normalerweise nehme ich um die Uhrzeit gar nicht mehr auf, aber heute hatte ich irgendwie Lust, noch einen Part aufzunehmen. Nur das, der Grund ist, dass ich, also der, das sorgt dafür, die Konsequenz ist, dass ich ein kleines bisschen müde bin. Deswegen, ja, geh auf. Nee, das nehme ich jetzt gar nicht erst mit. Okay, ist das jetzt ein großer Challenge-Dungeon? Oder gehe ich hier einfach nur rein, kill ein paar von den Viechern? Nein. Und dann nehme ich mir den Stab und gut ist. Ich hoffe, letzteres. Hui. Ja, ich muss mir die ganzen Rüstungsgegenstände und sowas, was wir alles dabei haben, bei Zeit noch mal anschauen, weil vielleicht ist da auch noch was Besseres für mich dabei. Ich glaube, das sind die, von denen das hier die Geister sind. Und aufgestiegen. Toll. Stab der Macht. Schade. Warum habe ich den jetzt nicht mitgenommen? Das hat viele Erfahrungspunkte gegeben. Wunderbar. Okay. Gehen wir den Weg wieder nach draußen. Schön, dass das jetzt so fix ging. Das freut mich tatsächlich.
Können wir gleich nochmal einen drauf abspeichern. Ich muss gar nicht nach draußen gehen. Ne? Machen das einfach so. Easy. Und damit sollten wir dann ja jetzt die Katakomben öffnen können. What? The entrance to the catacombs has collapsed. We're trapped. Oh, das war plötzlich. I'll stay here and try to contact someone from the outside. I suggest you go on and try to find the inner sanctuary. Feel the healing power of the Lord of Chaos. Okay. Cool. Fortschritt. Wir können jetzt nicht mehr nach draußen. Das bedeutet, wir sind wahrscheinlich hier angekommen. Oh Gott. Schattenkreatur. Vielleicht sollte ich mich jetzt mal ganz kurz mit meinem Inventar und mit meinen Fähigkeiten und sowas beschäftigen. So, ich will hier ein kleines bisschen mehr Stärke. Alexa, stopp. What in the world? Sorry. Keine Ahnung, was das gerade war. Habe ich noch irgendwie... Ja, nee, machen wir das so. Du... Ach, ballern hier, scheiß drauf. So. Du bist 15 und plus 3. Du bist 15 und Rüstung 7. Guck mal. Der ist besser. Da haben wir zumindest ein kleines bisschen was, was schon mal besser ist. Und ich wette, ich habe auch schon bessere... Hier, was haben wir hier? 2 und da 1 und 1. Ich habe doch safe noch besseren... Warte mal. Hier. Beinschiene und Schuhe. Das hier war aber... Ja, das war schon ganz gut. Die Rüstung auch. Da will ich gar nichts machen eigentlich. Aber Schuhe und Beinschienen. Schuhe. Guck mal, da sind allein diese Sandalen hier schon besser. Ein Bonus auf Ausdauer 300 ist sowieso geil. Dann werde ich die mal ausrüsten. Ist das automatisch passiert? Ja, sehr gut. Überhaupt nicht überladen. Du könntest auch da, warte mal, 1 und auf Konstitution. Ja, wobei... mal hier. Was hast du hier? Ja, das ist okay, aber du kannst auf jeden Fall den ausrüsten. Oder den. Ne, den hattest du gerade. Weg. Deine Rüstung. Ah, ich brauche mir das gar nicht durchlesen, das ist safe besser. Ja, das hier ist halt Kotik, aber da habe ich auch, glaube ich, gerade einfach nichts anderes. Und hier auf Sicht, Mana, Stärke, Konstitution. Hier haben wir, nee, da haben wir safe keine besseren. Nee. Weg. Nee, ist okay. Wir sind nicht überladen? Nein? Sehr gut, dann können wir weitergehen. Mal ein kleines bisschen geupgradet. Moment mal ganz kurz. Never attack an unarmed creature. Also greife ich jetzt einfach nicht den unbewaffneten Soldaten an. Ja. Oh Gott. Treff die nicht. Ich treff nichts. Jetzt geht das wieder los. Ich höre darauf jetzt hier, ne? Never attack an unarmed creature, alles klar. Hast du jetzt ja, aber ich war das ja nicht. Der Typ hat das ja gemacht. Also der Gegner.
Das war ja nicht ich. Ja, ist schön, wenn so normale Gegner in einem Dungeon in der Lage sind, deine Quest zu zerstören. Danke für gar nichts. Das ist ein magischer Schlüssel zum Schlachtfeld. Hier geht's weiter runter. Machen wir das doch erstmal. Okay. Ich sehe schon, was jetzt passiert. Schaden, Zielgenauigkeit. Hier, ich gebe ein bisschen was, ne? So. Meine Fresse. Ein ganz kleines bisschen mehr Zielgenauigkeit habe ich echt nichts gegen einzuwenden. Aber. Noch eine. Ups. Gut, darf ich mal ganz kurz vielleicht mich hier schlafen legen? Dankeschön. Don't take anything that does not belong to you. Alles klar, also nichts looten. Kein Problem. Darf ich trotzdem Tränke trinken? Ja, oder? Oh, Geld. You understood the lesson. Ja, ich weiß nur nicht, ob ich auch keine... Oh Gott. Auch keine Tränke trinken darf. Also Tränke trinken natürlich schon, aber Tränke aufheben, meine ich. Waren die ganze Zeit schon vierbeinig? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Keine gute Zeit zum Schlafen, alles klar. Dann muss ich mal sowas hier machen. Wisdom is the key. Choose one way, but choose wisely. Es ist jetzt leider hier wieder, mal abgesehen davon, dass wir keine Musik haben, was gerade ein bisschen sad ist irgendwie. Ist es jetzt gerade wieder so ein, keine Ahnung, so ein Pseudo-Diablo-Dungeon. Einfach nur 100 unnötig starke Gegner, beziehungsweise die nicht mal stark sind, die einfach nur, also ja, die machen halt Schaden und man trifft sie nicht. So, das ist die... Gefahr. Oh, danke. Speichern. Ja, da bin ich kein ui. Bin ich kein Riesenfan von. Von dieser bin ich auch gerade mehr so geneigt, einfach zu laufen. Und die einfach so hinter mir zu lassen, in der Hoffnung einfach irgendwo hier, guck mal, hier rauszukommen. Guck mal, hier ist eine Treppe. So, gehen wir runter. So, man muss sich mit denen nicht beschäftigen irgendwie, ne? Was ist denn das? So, here you are. I had hoped I would find you before you reached the inner sanctuary. Aber warum? I had a most interesting talk with Samuel. He contacted me telepathically and told me a few things about you, servant of the light. Did you really think you could come down here and help this primitive goddess overpower the Lord of Chaos? Yeah. You are helping him, Death Knight? You're a disgrace to your kind. Let's finish this old codger. You think you can beat me because you're in your prime and I'm old and helpless? Well, guess again, my friends. Kann ich dir die noch mal ganz schnell abkaufen? Dankeschön. Au. Ach cool, ich kann mich nicht bewegen. Praktisch. Kann ich mich jetzt gar nicht bewegen? Warte mal. Anscheinend nicht. Ja, dann mache ich es auch aus der Distanz. Das ist auch cool für mich. Mache ich eh mehr Schaden.
Okay, was? Wow. Was ist das? Warum kann ich mich jetzt nicht bewegen? Liegt das daran? Nee. Was ist das? Wo ist meine Rüstung? Ich kann mich nicht bewegen. Danke. Okay, was haben wir hier? Pfeile, Pfeile, Zepter, Pfeil, 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 irgendwas, keine Ahnung, irgendwas habe ich noch hier, so eine Pflanze. Was habe ich noch gerade alles aufgehoben? Eine Menge Schund auf jeden Fall, das will ich nicht. Nein, du sollst es nicht ausrüsten. Ah, du sollst bei deinem Hammer bleiben. Oder eigentlich auch nicht, aber ist egal. So. Speichern. Truhe. Es ist irgendwie gerade ein bisschen deprimierend, dass hier so gar keine Soundkulisse ist irgendwie. Find the three symbols of my domains and present them to me, Morton. Okay. Das sind auch irgendwie ganz weirde Quests. Das ist gerade schon wieder so ein bisschen so irgendwie Filler. I'm in the face of war. Look into my eyes of terror and destruction. Fill your souls with sorrow and despair. And prepare for absolute oblivion. Okay. Entspann dich mal, Synchronsprecher. Da haben wir ein Symbol. Das Symbol des Krieges oder Kriegers. Dann haben wir hier vermutlich das zweite Symbol. Ne, wir haben den Teleporter. Ah. Oh Gott. Oh nee, meine Hassgegner. Da hat jemand was fallen lassen. Eine Knochenarmbrust. Oh, ich will das alles gar nicht haben. No offense, aber ich will das alles echt nicht haben. Wir können uns von mir aus die Truhe mal noch anschauen, aber eigentlich will ich das alles nicht haben. Ach, dieser ganze Schwachsinnsloot hier, ehrlich gesagt. Also, oh. Ein schöner Todesritter hat gerade einen guten. Ich habe nichts gesagt. Ich wollte gerade sagen, er hat eine gute Trefferquote. Und genau damit das sagen zu wollen, habe ich es mir dann eigentlich schon wieder kaputt gemacht. Was? Wo ist denn da noch einer? Irgendwo ist hier noch einer. Da noch einer. Okay. Mir fehlen immer noch zwei Symbole. Ist hier so ein Symbol? In der Weinkiste vielleicht? Au. Ich bin überladen. Weg. Waren das gerade 5000 normale Pfeile da oben? Ich habe das Gefühl, das Spiel möchte, dass man das mit Bogen durchspielt. Das ist nur so ein Gefühl. Nervt mich nicht. Ach, wo ist das Symbol? Wo muss ich hin? Ich will gegen die nicht kämpfen. Nur so ein Gefühl, aber ich muss gestehen, ich habe noch nie aktiven Diablo gespielt. Also ich habe viel beim dritten Teil zugeguckt und beim zweiten teilweise vor vielen Jahren und hatte deswegen das Gefühl, dass mich Beyond Divinity sehr daran erinnert. This symbol seems to be loose. So, nice. Maybe there are some other wall decorations around here we can pinch. Das war nicht derselbe Synchronsprecher. Crystal removed, shattered. I see it now for the first time with my own eyes. Oh, but was weißt du darüber? Crystal is a device that created a barrier between nemesis and the demonic planes.
When the crystal was stolen from this room, the barrier fell and the demons were able to come through. And even worse, it made the demons invincible. Every time they were hurt, they restored their life force by sucking energy from their own realm. I wonder if she's talking about the Chaos Crystal fragments the Necromancer is after. When the crystal was shattered, its power got corrupted. The effects created pockets of chaotic energy all over Nemesis. I have no idea how these fragments could become whole again. Tell her about the Necromancer. Wir wissen da was. We need to bring the reassembled crystal back to this world. I don't know how, but you have to find a way. Yes, if you can bring the crystal back to this room, the barrier between this world and the demonic plane will be rebuilt. The demons will become vulnerable and we can reclaim our world. If you will not do it for this world, I beseech you, do it for your own. The crystal will bring chaos and destruction to Rivellon, especially if it falls into the wrong hands. Da hier gerade sehr viel Dialog für Backlore ist, würde ich das jetzt einmal so machen. Ich drücke die Textboxen an, lasse es zwei, drei Sekunden da und drücke dann aber weiter, einfach aus Paarzeitgründen. Wenn euch die einzelnen Teildialoge interessieren, könnt ihr an den Stellen immer kurz pausieren, das für euch lesen. Ist ein ganz kleines bisschen Arbeit, aber für sehr, sehr viel Background-Info würde ich jetzt ungern hier noch 10 Minuten für den Dialog aufopfern wollen. Deswegen machen wir das so. So. Das hatten wir gerade schon, glaube ich. So. Das ist gar nicht so viel. Riftrunning. Und die Dämonen. Und Asmodeus. Und noch mehr Asmodeus. Und noch mehr Asmodeus. Und noch mehr Asmodeus. Okay, was sollte ich über die Dämonen wissen? Und auf bald. Okay, Moment. Aber von wo aus hast du gerade mit mir gesprochen? Warst du jetzt gerade die Puppe, die jetzt mit mir gesprochen hat? Oder? Oh ja, nee, Moment, das wollte man nicht. Irgendwo hast du doch hier gerade. Kristallfragment. Good news. I think I found the location of the last crystal fragment. Ja, das habe ich doch gerade aufgehoben. Time for small talk, hero. I must have that last crystal fragment in my hands. It's inside a swampy area. So be careful, that's lizard territory. I'll send you to the border of the swamp. Okay. Huh? Where did you come from? You shouldn't sneak up on people like that. Why have you come to this cursed place anyway? Sorry? Sure. You can see it outside. The swamp is growing every day. It's already swallowed most of my fields. Du hast gar nichts Spannendes bei dir. Cool. In a few days, it will reach my farm. If the swamp borders are shifting towards my farm at an alarming speed, human. My name is Ian Traveler. If the swamp continues to grow, I'll have to leave my farm. The lizards live in the swamps and claim that this is their territory. They don't like settlers. One night, I woke up and went outside to, well, you can guess. I saw this strange bright light from inside this swamp. At this time, the borders were still several miles away. Okay, jetzt überlege ich gerade, ist es klug, hier einen Cut zu machen? Wahrscheinlich ja. Ich vermute mal, dann könnten wir im nächsten Part schon mit Akt 3 fertig werden. Liebe Leute, dann würde ich an der Stelle sagen, wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und tschüss. Noch eine ganz kurze Ergänzung. Wir sind wieder hier zurück. Wir hatten ja noch nicht das dritte Symbol. Das hat mich gerade ein bisschen stutzig gemacht. Deswegen bin ich hier nochmal rumgegangen und habe diese Seitengänge gefunden.
Und ich habe mich ja gerade auf Screen schon mal umgeschaut, aber hier oben. You've been in this world for only a short period of time, mortal, but your actions are already remarkable. You've slaughtered many foul demons and removed fragments of the Chaos Crystal from Nemesis. You've killed the imp traitor, the one who was responsible for destroying the barrier protecting my world. You've killed the black servant of the Chaos Lord who was desecrating my temple. You've shown your honorable nature by these deeds. Ron is pleased. Ja, und hier haben wir das dritte Symbol. Und mit den drei Symbolen wollen wir jetzt noch mal ganz kurz zurück zu dem Dude, der uns das gerade aufgegeben hat. Und danach ist der Part vorbei. Und dann sehen wir uns da wieder gehabt. Not many mortals have shown they are worthy of my presence. And you are the first of your kind that I haven't doomed, human. I know you have great desires, but who hasn't in these troubled times? Ich brauche eure Hilfe dabei, einen Fluch aufzuheben. I know what you've brought with you, mortal. My child. She suffered for so long. So long. But she is in the right place now. For here, in the inner sanctuary of my temple, I have the power to remove her curse. Where am I? Who? Oh, good mother. I praise you. You've suffered long enough. This has come to an end now. What's this? Enemies in your holy sanctuary? I will slay them. Wait. These creatures brought you all the way from Asmodeus to this place. They saved you. Asmodeus? Yes, I remember now. Forgive my ignorance, mother. She should have asked for our forgiveness. I bow to your will, Mother Ron. However, as long as the crystal is absent from the sanctuary, the future will still look grim. Farewell, my children. The crystal. The crystal. Removed, shattered. I see it now for the first time with my own eyes. The crystal is a device that created a barrier between. So, und das haben wir ja gerade schon gehört. Yes, if you want, I am the crystal. The crystal is Ron is our goddess. The crystal is rift running is an Ron is our. The demons are all powerful. Rift running. So, das hatten wir ja alles gerade schon gehört. Go with the blessing of Ron. May Ron refresh you. So. Nur, dass wir jetzt die Weise Anlokam befreit haben. Gut, und im nächsten Part sehen wir uns da wieder, wo wir gerade ganz normal aufgehört hatten. Bis dann.